do this shit until they murder me. Ey Leute, was geht? Ipinex ist back am Start, oder auch genannt Phynx aka Emination Evoli, meine Freunde. Bevor wir jetzt auf das Commentary eingehen, gehen wir natürlich auch auf das Gameplay im Hintergrund ein. Das Gameplay im Hintergrund ist auch von mir erspielt. Es ist eine 152 Sekunden Nuklear auf der Map. Nuketown mit der MSC ist auf jeden Fall ganz sehr ansehnlich, ist auch ganz gechillt, meine Freunde. Und ja, jetzt gehen wir natürlich auch auf das Thema ein. Heute ist das Thema Vorstellungsvideo. Ipinex stellt sich vor. Also, ich bin der Leo, bin 17 Jahre alt, werde am 8.6.18, meine Freunde. Und ja, ich bin, aus welchem Land komme ich? Ich komme aus Kosovo, Albanien und bin aber auch Serbe Montenegriner, meine Freunde, wenn es von euch juckt, aber juckt bestimmt eh keinem. Wie bin ich jetzt in diesem Emination Clan gekommen? Ich wurde von dem lieben Emination Shiggy angefragt, ob ich als Gameplayer-Spieler joine. Dann wurde ich in eine Konfi eingefügt und wurde dann auch noch gefragt, ob ich Bock hätte, in diesem Kanal, auf diesem Kanal natürlich, zu kommentieren. Dann dachte ich mir, komm, versuchst du es einfach, du könntest dadurch auch deinen Kommentierstil etwas verändern, zu perfektionieren oder sonstiges. Auf jeden Fall danke Shiggy, dass du mich angefragt hast, weil ich wurde ja aus meinem Clan ja gekickt aus irgendwelchen Gründen, die ich dann auf meinem Kanal näher erläutern werde, auf jeden Fall. Und danke Shiggy, du bist mein bester Bro, du hast einfach mein Respekt verdient, auch wenn du nur mit einer Hand zockst, Alter, du bist der Beste, Alter. Danke auf jeden Fall. Und ja, wie lange zocke ich jetzt COD? Ich zocke COD jetzt seit fast 4 Jahren, meine Freunde, fast 4 Jahre. Und war damals im E-Sport-Bereich ein Jahr, da war ich ein Jahr im Trickshotter-Clan. Also ich kann auch Trickshotten, Feeden und sonstiges. Bin aber momentan auch Gameplayer-Spieler, meine Freunde. Ich kann eigentlich ziemlich viel beim Zocken. BO2, BO3 so. Ich bin auf jeden Fall auch auf der One aktiv, bin also XBL-Member, natürlich. Also auf der One und auf der 360 und in der Beschreibung oder in den Kommentaren werde ich euch dann auch meine Gamertext reinschreiben. Wenn euch mein Commentary gefallen hat, Sprachfehler vorsehen, meine Freunde. Wenn euch mein Kommentierstil gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.